Und Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Stranded Deep. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen informiert. Und ja, um die Vergiftung loszuwerden, müssen wir zwingend Antibiotika finden. Und das machen wir jetzt auch mal. Na komm, Raft, komm mit. Hoppala. Du kommst auch mal mit. Hab ich Platz im Inventar. Jetzt hätte ich die Stöcke hier lassen. Und die ist Gelumpe hier. Denn wenn wir jetzt gleich mal drauf gehen, ne? Dann ist die Season dummerweise auch vorbei, schätze ich mal. Den Hammer sollten wir vielleicht auch mal hier lassen. Axt nehme ich mit, Kompass nehme ich mit, Überlebensration nehme ich mit. So. Dann weiter. Bei der Insel da hinten waren wir, also schauen wir mal zu der Insel. Antibiotika kann leider so viel, ich weiß, nur gefunden werden. Und ja. Operate. Nee. Hoppala. Darüber. Also Antibiotika kann, soweit ich weiß, nur gefunden werden. Nicht hergestellt. Dementsprechend müssen wir uns ein bisschen beeilen, wenn wir hier nicht draufgehen wollen. Und dementsprechend tun wir mal darüber zu der anderen Insel rübersetzen, in der Hoffnung, dass wir da Wracks in der Nähe finden. Mit eventuell Kisten, wo eventuell Zeugs drin ist. Wie Antibiotika. Oder wir paddeln erstmal zu der Insel hier drüben. Wäre ja schade, wenn wir aufgrund von, wie soll ich sagen, einer Vergiftung das Let's Play jetzt beenden müssten. Weil bei diesen Spielen finde ich Respawns und so doof. Die spiele ich halt am liebsten im Hardcore-Modus. Auch wenn ich nicht weiß, worauf ich mich da einlasse. Und ich weiß nicht, ob ich zeitnah eine Season 3 starten würde. Entsprechend müssen wir uns mal wirklich beeilen. Auf die Uhr kann ich nebenbei nicht gucken. Na komm, rüber da. Schneller, schneller, schneller. Ui, die Wellen konnten aber auch ein bisschen mithelfen, ne? Weißt du, die Insel sieht so dicht aus, also von der Entfernung her, aber es ist eine große Entfernung. Wie gesagt, ich hoffe da wirklich auf Antibiotika. Uiuiui. Da hätte ich mich jetzt nicht informiert, hätte ich jetzt weiter an unsere Hütte gebaut. Und ja, dann wären wir früher oder später am Gift verreckt, sagen wir es mal so. Oh, was sind das da für rote Sachen? Ist das ein Container, der irgendwo von einem Frachtschiff gefallen ist? Aber man muss sich auch wundern, sind diese ganzen Kapitäne hier besoffen oder warum sind hier so viele Wracks? Müssen sie so langsam rumgesprochen haben, dass hier ein Schiff nach dem anderen untergeht. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt ein Schiff uns zu retten. Ja. Das wäre doch auch nicht schlecht. Jetzt lassen wir uns erstmal überraschen. Guck mal, da oben ist schon mal eine Kiste. Ist doch schon mal nice. Bitte lass da Antibiotika drin sein. Ich weiß gar nicht, wie dankbar ich dir dafür wäre. So, ich hoffe, du schwimmst mir mal da nicht weg. Hoppala. Dann gucken wir mal. Kein Antibiotika, aber die Kiste nehmen wir mal mit. Oh, guck mal. Ist das ein weißer Hai? Das ist auf jeden Fall ein anderer als bei uns auf der Insel. Hallo. Du kommst da schön mit. Genau. So, bei einem weißen Hai muss man aufpassen. Der könnte ein bisschen aggressiv werden. Wenn er uns für einen Thunfisch hält. Uppala. Schwimm. Oh. Au, 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 au. Jetzt wurde ich auch noch von einem Hai attackiert. Bluten wir? Nö. Das hat uns nur gerahmt. Immer noch kein Antibiotika.
Moment, leg die Kiste mal hier hin. Komm da nicht durch. Komm mal. Kloss und noch so eine Flare Gun. Dann haben wir schon eine ganze Menge. Antibiotika bräuchten wir. Jetzt dringender als zuvor. Hi. Na, Süßer? Du schmeck nicht, weißt du? Zumindest bluten wir nicht. Oh oh, oh oh. Gehen wir mal aus dem Weg. Hi, du weißer Hai. Uiuiuiui. Na komm. Na komm. Hoch da. So. Moment mal kurz. Irgendwie hängt mein Mauskabel ständig irgendwie fest. So, ziehen wir dich wieder ins Wasser. Hochklettern. Nee. Paddel. Dann operaten wir mal. Und schwimmen erst einmal. Oh, Baller. Weißt du was? Bleib mal hier. Oh oh, jetzt habe ich mein Paddel weggeschmissen, oder? Paddel? Ach da. Bleib's bei mir. Dann guck mal erst einmal, was die Container so vor sich uns anbieten. Ich glaube, das meiste sollten wir auch zu Fuß erreichen können. Du bleibst, wo du bist. Das wird schrecklich, wenn wir hier rauskommen, ne? Dann feststellen, dass unser Bötchen weg ist. Nichts drin? Ist ja enttäuschend. Gut, dann schwimmen wir mal zu diesem Wrack da drüben. Hier gibt es so viele Wracks. Da kann es ja quasi... Ja, ja, ich weiß. Da kann es quasi noch Antibiotika geben. Und auch Haie, die mit uns spielen wollen. Das war ein kleiner weißer Hai. Lass mal schauen, ob es hier Kisten gibt in der Nähe. Nee, nur Reifen. Uiuiui. Das ist auch keine Kiste. So, rein da. Moment, erstmal Luft holen. Ah, hier. Labelmarker. Alles klar. So, runter da. Komm ich da nicht rein? Sackgassen sind doof. Na, ja, wenigstens sehen wir hier schöne viele Fische. Baller. Wo häng ich denn jetzt schon wieder fest? Das muss wehtun, wenn du da so festhängst. Sollte mir vielleicht nicht mein Inventar so zumüllen. Immer noch kein Antibiotika. Ein Slot habe ich noch frei. Ist da oben was auf dem Dach? Nope. Wir sollten ja zurück zur Insel schwimmen. Oh, habt ihr es gesehen? Du wolltest noch uns schnappen. Oh, ist ein Tigerhai. Und unsere Gesundheit ist langsam am Ende. Ja, wenn es so weiterläuft, dann ist... dieser Season jetzt Schluss. Brauch doch nur ein bisschen Medikamente und so, weißt du was?
das alles mal liegen. Dann darüber. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Komm, Antibiotika. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Muss dich nur finden. Ist einer von den harmlosen Haien? Also gut, das war ein Tigerhai, der uns attackiert hat. Hier ist nichts. Na gut, eine Ration. Könnte man vielleicht mal eine essen. Na gut, das hilft ein bisschen was. Kein Antibiotika. Na komm weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr. So unter Deck und so. Sieht aber nicht danach aus. Plane. Futter. Mehr Futter. Plane lassen wir erstmal hier. Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach Antibiotika. So, wieder zurück zur Insel. Und die weiteren Wachs da hinten durchsuchen. So viel Pech muss man erstmal haben, ne? Kann auch nicht auf die Uhr gucken, während ich hier schwimme. Ist hier irgendwas in diesem Holzboot? Ich glaube nicht. Komm schon, Antibiotika. Ah, ich glaube, diese Dinger sind hier eine Lampe. Weißt du was? Dann tauchen wir mal halt ein bisschen mit Licht, ne? Hätten wir vorher auch schon machen können. Weil ich glaube, einen Torch haben wir ja schon. Beziehungsweise eine Taschenlampe. Hi, kleiner Hai. Keine Antibiotika. Immer noch keine Antibiotika. Ich glaube, auf diesem Schiff waren wir schon. Ja, wir sind so gut wie verloren. Uiuiui. Ui, ui. Das ist nicht gut. Wenn er das Gift wenigstens ausschwitzen würde oder so. Ich hole jetzt nochmal die ganzen Kisten. Ah. Moment. Ist unser Raft weg? Im Moment, hier waren wir ja noch gar nicht, oder? Ich hätte den Anker lichten sollen, beziehungsweise nicht lichten, setzen sollen. Bei, wir haben da hinten geparkt, oder? Weiß es nicht. Schauen wir uns mal hier kurz um. Ich glaube, hier waren wir schon. Yep, unser Raft ist weg. Geil. Das habe ich ja ordentlich verhauen. Die ist doch an Land ziehen sollen. Raft? Wir haben kein Antibiotika, kein Rettungsboot mehr. Ach, herrje.
Wie deprimierend. Yep. Mal wirklich gucken, ob wir da drüben nicht geparkt haben. Ja, aber der Container ist offen. Da muss unser Raft hier gewesen sein. Eieieiei. Das war ein kompletter Vollidiot. Raft. Na genau, hier habe ich die Sachen abgelegt. Ach nö. Super Joe, das hast du wunderbar hinbekommen. Weil hier liegen ja noch andere Sachen rum. Könnten hier vielleicht irgendwo Antibiotika rumliegen? Und hör mal auf zu crouchen. Bin ich da schon einmal rum? Oder hat der Hai unser Raft gefressen? Wir sind so gut wie tot. Ja, deshalb sogar die Krabbe, ne? Was sollten wir uns mit der Krabbe anlegen, damit wir wenigstens einen würdigen Gegner haben? Klar, ich weiß, ich kann ein neues Boot bauen, aber ich habe keinen Hammer und so. Guck mal, hier haben wir Kartoffeln. Uiuiuiui. Die ganzen Kisten, die auf dem Raft drauf waren. Ja, Krabbe, da lachst du mich jetzt aus, ne? Bleibe ich jetzt an einem Balken Energy hängen oder sterbe ich noch daran? Weißt du was, da wir jetzt eine Taschenlampe haben, können wir auch mit den Haien schwimmen gehen. Ich meine, was soll da schon passieren, ne? Außer dass wir von dem Tigerhai eventuell abgeschlachtet werden. Oder von der Mantis, Mantisrochen. Ein Glück, dass die Sichtweite gut ist, ne? Bei Nacht. Aber hätte ja auch was, ne? Ja, wir sind am Gift gestorben. You died. From you survived 5 days. Press any key to continue. Und respawnen wir. Naja, ich glaube, ich könnte jetzt den letzten Spielstand nochmal starten. Aber gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von Season 2 von Stranded Deep. Ob irgendwann eine Season 3 kommt, weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht, aber ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall dabei, dass ihr dabei wart, mir ein paar Däumchen nach oben hier gelassen habt, dass ihr Kommentare geschrieben habt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder oder bei irgendeinem laufenden. Also, bis denne. Ciao.